So Leute, da sind wir zurück. Seid willkommen. Neuer Tag, neues Glück. Na gut, fast zu Ende. Hat ein bisschen gedauert. So ein bisschen. So, und wir haben schon ein Produktionsproblem mit Roggen. Das werden wir gleich noch ausbessern müssen. Wow. Was ist denn jetzt hier groß das Problem? Was frisst denn jetzt so Brennholz? Gut, nehmen wir die Hälfte raus. Oh, nehmen wir die Hälfte raus. Steine, nehmen wir alle raus. Dung lassen wir noch. Eisenbahn haben. Wow, also, das wiegt mehr wie unser Zeug da. Okay. Watson-Bahn gehen aber auch schon gut runter. Na komm, hier nehmen wir auch da. Stecker nehmen wir auch die Hälfte weg. Hier auch nochmal. Bumm, auch schon wieder zwei weg. Reichen auch, wenn wir so viel haben. Guck mal, Leder passt da schon mal jetzt. Da machen wir schon mal gut gewinnen. Ja, immer das Gewicht reicht erstmal so. Jetzt packen wir ja gleich mal erstmal wieder was rein. Ah. So. 5000 Flachshalme. Na, was hatten wir noch? Ah, Leinsamen. Oh. Jo, nein. Fast 200.000 da drin. Also Geld sorgen haben wir echt keine mehr. Und wir kümmern uns immer noch um mehr. Ja, Roggenkorn. Fast schon wieder bei 8000. Tierfutter. Nö, 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 nö. Alter, verdorben ist, ne? Scheiße. So. Wolle 45 behalten wir noch gern. Sieht eher blöd aus. So. Ach komm, wisst ihr was? Wo haben wir das Leder? Sollte jetzt nicht das Problem ergeben. Weinflaschen nehmen wir auch mal die Hälfte weg. Sollte erstmal so gewesen sein. Denn Landwirtschaft, naja. Ja. Und davon brauchen wir erstmal so weit nichts. Haben wir hier erstmal Dünger wieder drin. So. Naja. Gut. Zu. Produktion. Näherei. Was fehlt uns hier? Ach du Scheiße. Ne, komm, hier machen wir mal Leingewebe weg. Klatschen auch noch Garn rein.
was fehlt uns denn hier schon wieder? Ach ja, klar, Garn. Oh, und Steine. Na, egal. Was ist denn jetzt? Achso, ja, stimmt, der Garn, klar. Ich Idiot. Ja, hier fehlt uns, ja, das Bier. Ja, das wird auch gleich nochmal nachgeproduziert. Ist ja jetzt auch nicht das Ding. Produktion. Theoretisch, ne Leute? Könnten wir eine Produktion mit Saft machen, eine mit Wein, eine mit Bier. Das heißt, hier machen wir mal weg. Und Bier machen wir mal so. Mehl machen wir auch nochmal weg. So, dann haben wir Saft. 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 Beeren haben wir jetzt natürlich keine. Apfelwein, Wein, Wein, Bier. So, hopp, hopp. Dann haben wir jetzt wirklich nur den Saft. Außer Beeren. Den hauen wir hier mal hoch. Alles auf 15% erstmal. Machen wir mal so, dass wir über 7 haben. So, alle auf 9 oder auf 10. Halt. Okay. Okay. Dann nehmen wir das jetzt auch um in Saft. So, hier machen wir Saft weg. Oder machen wir hier Bier und so? Weil hier ist es schon ein bisschen höher. Und Wein haben wir ja im Grunde eigentlich noch gut. Ich würde sagen, ja. Rocken wir. So. Zehn. Zehn. Fast 10. Sieht gut aus. Bier. Und hier gönnen wir uns. Okay. Ja, war ja auch ganz gut. Aber hier machen wir jetzt die ganzen Wein. Und dann gucken wir, ob sich das gelohnt hat. So, so, so. Ja gut, wir haben keinen Kühlsaft mehr, naja. Okay. So, so. Apfelwein. Ja, machen wir, ach du Scheiße. 20%. 20. Wir machen hier auch erstmal 20. Ja, wir müssen uns erstmal die Zahlen. Hey, 20. So, hier haben wir mal 2 und 3. Passt doch, wir haben ja auch gar nicht verkauft gehabt, ne? Drei.
Wein. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Nahrung. Ja, das passt. Mit 4 geht, haben wir eh genug. Roggenbier haben wir 0. Wir hatten über 2 Roggenbier. Passt also auch. Okay, hier verkaufen wir 7 Apfelwein. So viel machten wir doch gar nicht, oder? Hier haben wir nur die Biersorten. Okay. Moment. Sagen wir mal, einen groben von allen Bieren machen wir 10. So. Da haben wir einen Stift. Ja, auch zu blinken. So. Also hier verkaufen wir 4, machen wir 5 draus und da 3. Also Weizen haben wir hier nicht. Ja, aber hier sehen wir es jetzt nicht. Hier nochmal 4. Ja, da sehen wir es halt nicht, schade. So, wir haben hier 3. Dann haben wir, ja gut, das zählen wir mal nicht. Und 4 davon. 9, 12. Davon haben wir 3. Davon 4. Das ist schon Miet. Roggen und Weizen. Den wieder hoch. Also, das passt. Vom Miet her passt das schon mal gar nicht. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen was rumskalieren. Beim Mieten müssen wir nämlich über 12 machen. Das heißt, hier gehen wir ein bisschen runter. So. So, ist immer noch zu wenig. Ja. Zu wenig. So, hier dürfen wir Plus haben. So, Roggen. Waren 3, 4 passt. Sollte die Produktion an sich eigentlich gut laufen. Und schon hier das Problem ist nochmal. Ja, aber Kirschsaft können wir noch herstellen. Richtig? Genau. Können wir das erstmal so lassen. Mal gucken, ob wir jetzt auch alles schon geholt haben. Beziehungsweise die alles geholt haben. Alles leer. Toll. Ja. Sehen leer aus. Da hinten haben wir nur noch Hopfen. Nee.
Ja. Alles leer. Wow. Echt? Habe ich jetzt hier komplett zugemacht? Okay. Ups, bin so. Ach, jammer doch nicht. Die sind leer. Die sind auch leer. Jo, gut. Wir gucken mal bei unseren Kirschen nochmal nach. Denn die sind ja eigentlich nicht in der Range. Aber kurz noch ein bisschen waschen. So, schön. Aha. What? I should bring my relatives. Huh? Die sich hier nirgendwo bedienen. War auch ganz praktisch. Ich finde gerade, dass sie kein Interesse hat, mit uns zu reden. Ey, wie sind sie die Helden? Ungeheuerlich. Okay, ich sah gerade ein bisschen dunkel aus. Okay. Jetzt sollten wir alle Kirschen holen. Dann zurück. Kirschen sind. Wer ist talking to me? Halt ab, der Saft ist so hart, ne? Ach du Schreck. Gehen wir ja nicht rein. Okay. So. Alter! Geht mit den Rotaugen!
So. Schöne Scheibe. Jo. Heißt es wohl noch ein bisschen sammeln. Okay, hier ist nichts drin. Alter. Okay, cool, passen da definitiv nicht rein. So, und er hat mir hier vorne noch irgendwo einen hingestellt. Fahr jetzt nur noch hoch. Ich weiß, wir haben drei. Ich glaube, der war hier irgendwo. Ah, hier. Gefunden. Okay. Ja, ich glaube, wir sollten noch ein Lager bauen. Ich denke, das könnte helfen. So, erstmal gehen wir Schlaufi machen. Ah ja, und so hat er auch noch was. So, und dann bauen wir das Lager. Und jetzt auf unseren Grundstück, auf unseren Grundstück jetzt nicht. Ich hätte aber schon gerne in der Nähe. Hä? Echt jetzt? Und ein paar Kirschen vergessen. Oh, hier sieht es eigentlich gut aus. Entschuldigung. Alle Absicht. Echt jetzt? Ich muss mich abkühlen. Immer noch. Gib mir nicht auf die Pässe hier. Hier kriegen wir es nicht hin. Alter, das wird ja richtig heiß. Nee. Das auch. Denn hier oben vielleicht hin? Hier so neben dem Lager. Aber auf der Seite? I should take some clothes off. Yeah. So. Now. 6000. Naja.
Im Grunde könnten wir die eigentlich auch behalten, aber sind wir mal nicht so. Gott. Nee, Rotaugen bleiben hier. Okay. So, gut. Fünf Produktionen, Näherei. Ja, du kriegst ja noch. Schenke durch links stören. Kirschwein. Ja, Kirschsach kommt ja gleich. So, wir gehen mal kurz zur Näherei. Und holen uns mal sommerliche Kleidung. Ich meine, wir könnten sie natürlich auch selber herstellen, aber uns fehlt eh jetzt Garn. Achso, wir haben es ja. Moment. Das heißt, machen wir alle so ungefähr 10 Stück. Ja, also Saft sollten wir genug haben dann. Wir produzieren Wein zu 3. Außer Kirsche, dann machen wir 2. Okay, mit Apfelwein wird ein bisschen blöd. Sollte uns aber auch erstmal nicht stören. Nur verkaufen wir halt weniger. Dafür haben wir einen besseren Überblick. Und es wird ja noch automatisch mehr, wenn die einen Skill hochkriegen. The King is starting to appreciate what you do for him. Oh, hi. So, Hitzeschutz macht das Ding schon mal schlechter. Hitzeschutz ist da schon mal gut. Einfache Tunika. Einfaches Leinenhemd ist auch schon mal besser. Plus 8. Definitiv nicht. Plus 11. Also kurz ermüde. Ja, die mit Sicherheit nicht. Minus 2. Die hat überhaupt keinen Hitzeschutz. Haben wir überhaupt eine Hose an? Wir haben die Kniehose. Jo, sollte doch jetzt eigentlich besser laufen. Du. See you around. Jojo. Na wunderbar.
geht runter. Schön. Was? Okay, haben wir vielleicht noch Schuhe? How do you, can I interest you in some of my wares? Nee, nee. Jetzt der Schutz plus 1. Ja gut, Pelzschuhe. Schicke Schuhe. Schuhe. Na, viel besser wird das aber auch nicht mehr. Hä, wie sollen wir uns denn da konstant runterhalten? Verstehe ich jetzt so gar nicht. Er kommt also minus 1%, ja, der dürfte ja wohl jetzt echt nicht reinhauen. Klar, wir können es mal machen. Kann ich nicht sagen. Goodbye. Jetzt geht's schon wieder hoch. Sometimes I get a feeling that the locals frown upon us. Kapier. Wir haben doch. Wie viel haben wir jetzt hier? Ach, überleben sind wir schon Stufe 10, ne? Ja. Das heißt, wir kriegen ja gar keine Punkte mehr. Es gibt noch diesen Temperaturtrank. Können wir auch kaufen. Because of the taxes or what? How is life treating you? I'm roasting out here. Oh, eine halbe Stunde nur am Rumeiern. How do you do? Ja, sag mal, ja. Erstmal den hier. So? Nee. Okay. Okay. Schöne Scheiße. Hm.
Plus 4, okay. Okay, dann. Fackel, 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 da. Danke. Have a good day. Du. So. I love doing the same thing every day. Anybody wants to play truant? No one. Also rocken machen wir doch jetzt eigentlich mehr, ne? Ja, klar. Gut, dann gehen wir mal zu unserem Banger. Gucken wir mal, was der so will. Okay, hier haben wir keine Ahnung. Oh Gott. So eins von denen könnte das sein. Ah, das ist unser Junge. What can I do for you? Hallo Vater. Ich habe den Glücksfindig verloren. Nee. Na, was hängst du gerade aus, Kleiner? Na toll. Ich habe mich gefragt, ob wir nicht zusammen in die Berge gehen könnten. Und wo kommt diese Idee so plötzlich her? Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich bin da ganz oben und sehe, wie weit unser Tal wirklich reicht. Vielleicht entdecken wir unterwegs auch ganz neue Orte. Du kennst schon ganz viele Pubs, Papa, oder? Hm, in Ordnung, mein Junge. Dann solltest du jetzt etwas Essen für den Weg zusammensuchen. Morgen früh brechen wir auf. Tun wir das? Morgen früh? Was fehlt hier denn bitte noch? Wir haben keinen Birnenwein mehr. Boah. Naja, komm. Das passiert auch nochmal. Stand da gerade was mit der Küche? Nee. Trinkschlauch dürfen wir eigentlich ein paar haben, ne? One day. Also wir könnten selber ein bisschen vorproduzieren, wäre nicht das Problem. Aber die sollen das selber schaffen. Uiuiui. Nee. Na bitte. Den füllen wir die mal. Okay, okay. Nee, komm, wir produzieren mal ein bisschen was. Flasche haben wir eine. 17 dürfte passen. So Weinflaschen dürften wir, glaube ich, haben. Jo. Das wollen wir hoffen.
Moin. So, und offscreen werde ich dann noch mal ein paar Leinengarn herstellen. Aber die sollten eigentlich auch genug hinkriegen, ne? Ich meine, das haben wir doch eigentlich schon gemacht. Schauen wir mal. Scheiße, hier haben wir minus ein Leinengarn. Da haben wir minus Leingewebe. Auch doof. So ist gut. Von allem plus. Klasse. So, und hier? Hier sind wir auch mit allen im Plus. Okay, hier geben wir ein Gewebe aus. Was geben wir denn hier aus? Keins. Nur passt ja dann. Jo. Danny. Wollten wir produzieren. Wir haben doch hier gleich eine Schenke. Können wir gleich mal gucken, wie das ausschaut, ne? Weinfass, Saftpresse, Braukessel. Ponchi, geh mal weg da. Achso. Stimmt. Wir brauchen noch Roggen und Weizen. Und einmal Wasser. Wo haben wir den Rocken? Rocken. Ja, hier können wir auch noch was verkaufen. Machen wir mal. Ah komm, nehmen wir erstmal grob mit. So. Jetzt sollten wir aber alles haben. Great at pretending to care. 9. Oh, 5. Liegt am Haupten. Books are too expensive. Grab a beer. Also wir gehen doch nochmal selber hoffen oder fahren. Okay, Mann, ich gebe mir mal kurz was trinken ein. Everyone wants to talk after a few beers, until I tell them how much they owe. So, wir da. Sorry, hab meine Brille gerade voll gespritzt. Okay, das kann jetzt irgendwie falsch. Es ist gerade ein Tropfen meines Getränkes auf meine Brille geflogen.
So, klingt besser. So, dann. Oh Gott, so viel Zeugs, ne? Scheiße. So. Und Hopfen dürfen wir auch nicht mehr haben, ne? Oh, da haben wir noch einen Ring. Ne, auf alles. Ab nach Hause. So, bevor wir mit unserem Bengel losziehen, machen wir dann nochmal den Hopfen. Why do warriors dress up like fish? Aus dem Scheiß weg. Das nennt man Kindererziehung. Hat nicht funktioniert. Ich musste doch woanders lang laufen. Besiegt von Kindern. So. Dahin. Nein, dahin. Dorthin. Auch schon. Verdammt. Mhm. Ja, Häuser. Ja. Och Mann. Ja gut, Häuser kümmern wir uns später mal drum. Ja cool, spielst du damit noch? Ich bin zu nett, ich weiß. Oh, ich mag das hier. Also im Grunde könnten wir hier noch ein bisschen weiter bauen. Aufhübschen. Welch mach ich dies vergaß? Welch mach, dass dies jetzt nicht passt? Hm. Doch nicht gereicht.
So. Okay, das geht. Rest in peace. I'm boiling. Ja. I'm rousting out of here. Naja. Kann auch mal das hier ausprobieren? Nee. Nee, 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 nee. Damit mache ich was anderes. The heat is unbearable. Nee. Jetzt mache ich aber andersrum. I should take some clothes off. A cure for all sadness. Oh. I'm boiling. Zum Glück jetzt gleich vorbei. The worst thing about this time of year are mosquitoes. Oh. Nicht gut. So, das ist ja so. Nicht so ganz so gut, aber geht. Haben wir nichts mehr. Why is bread so expensive? Nein.
jetzt. Ich bin für dich rum. Come here and share all your troubles. Oh, da kommen wir gleich durch. Okay, das müssen wir gleich dann nochmal abändern. Oh. Das bringt ja sonst nichts. Mach mit so. Ja, doch. Ein paar Blüten und so wären doch ganz cool. Aber gefällt mir. Hier können die rein. Hier kommen sie hier hin. Sollten sie eigentlich Platz kriegen. Zur Not haben sie hier. Wir müssen halt noch Gewebe holen. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? With great power comes great responsibility. And the king seems to be doing just fine. Hä? Aber für alles braucht man Gewebe, ne? Enjoy the summer. Das sieht ganz cool aus. Drei. Ja, können wir nächstes Mal machen. Nur die ersten kommen jetzt hier, finde ich gut. Das ist gut. So, dann ab nach Haus. Und dann heißt es Herbst, wir sind da. Ja, neuer Herbst, neuer Hopf. Und den gehen wir mit unserem Sohnemann auch noch weg. Das müsst ihr eh nicht machen. Oh Moment, warte mal kurz. Das mit dem Fisch war echt heftig.
das ist echt zu viel. So, Barsche haben wir. Rotaugen. Und so. Und hier haben wir Hechte, ne? Wie viele Hechte haben wir? 5. Ja. Küche. Wir haben keine Holzschalen mehr. Krass. Schon krass. Haben wir welche? Eine, ja. Gut, kriegen die, da kriegen die morgen wieder selber hin. Können wir schon? Jo, also Leute, dann würde ich sagen, war's das wieder für heute. Waren ziemlich durcheinander. A bought boar, bought a bear in beer and ate a bearded bird. Was? Alter. Ich komme auch alleine zurück nach Hause. Ja, bin ich weiter runter. Ziemlich durcheinander. Dies und das hinkriegen. Hat, denke ich mal, erstmal geklappt. Schauen wir uns mal die nächsten Tage an, wie es dann läuft. Ich hoffe, mit der Schenke passt das so. Vielleicht müssen wir da beim Verkauf noch ein bisschen runterpendeln. Ist aber auch nicht, wie gesagt, so schlimm. Kohle haben wir ja auch erstmal genug. Ja, aber es läuft auf jeden Fall schon mal gut autonom. Autonom. Je nachdem. Also, dann sag ich mal, lange Rede, kurzer Sinn. Bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.